Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Clemens Alive. Und wie ihr vielleicht seht, verändert sich mein Äußerliches von Woche zu Woche. Beziehungsweise für euch von Video zu Video. Und dem einen oder anderen ist es auch schon aufgefallen. Ziehen wir einfach nur mal vergleichsweise einen Screenshot aus einem Video von Anfang Februar heran. Und schon sieht man ganz deutlich, dass sich in der Zwischenzeit irgendwie was getan hat. Um genau zu sein, minus 25 Kilogramm. Ja, ihr habt richtig gehört. Und das ist noch nicht das Ende. Es folgen noch weitere 10 bis 15, sodass es am Ende minus 40 sind. Und so habe ich Ende letzter Woche zum ersten Mal seit 4,5 Jahren wieder die 100-Kilo-Marke geknackt. Nach unten. Das war ein Gefühl. Ich möchte darauf auch jetzt gar nicht genauer weiter eingehen, denn, und das ist nämlich das, was ich euch ankündigen möchte, ich drehe dazu auch eine Selbstdokumentation, die tatsächlich ziemlich verrückt ist. Und ich sag euch ganz ehrlich, es wird einigen von euch wahrscheinlich schwerfallen, das zu glauben, wenn sie es dann sehen, dass man das wirklich so durchziehen kann. Aber hast du überhaupt gelernt? Auf diese Dokumentation könnt ihr euch tatsächlich freuen. Und die wird am 1. Juni rauskommen. Es gibt für diese Dokumentation keine Sponsoren, keine Kooperationspartner. Das läuft alles komplett über mich und meine eigene Kasse. Ich habe einfach Mitte Februar für mich einen Schlussstrich gesetzt. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich habe Anfang des Jahres ein Video zu einer Depression, die ich letztes Jahr hatte, gemacht und habe auch gleichzeitig gesagt, dass ich mich gefangen habe. Und das habe ich. Und kaum war das da, habe ich die mentale Stärke gehabt, mir dieses Ziel mit dem Abnehmen, was ja schon seit Jahren gefühlt im Raum steht, festzusetzen und anfangen umzusetzen auf meine ganz spezielle Weise. Und genau darüber, über diesen Weg, über das, was alles darin passiert ist, wie ich mich gefühlt habe, wie ich es gemacht habe, wie ich positive als auch negative Erlebnisse hatte, was ich dabei gelernt habe, was man auf keinen Fall tun sollte und was ziemlich gut funktioniert hat. Darüber drehe ich eine Dokumentation und ich freue mich schon wirklich sehr darauf, euch die auch zu zeigen, weil das für mich sehr wertvoll ist und ich glaube, dass ich damit auch vielen einen Anstoß geben kann. Mittlerweile nach über 2 Monaten bin ich so da drin, dass ich gar keinen Zweifel habe, dass ich das nicht zu Ende bringen könnte, weil das wirklich mittlerweile für mich einfach mein Leben geworden ist und ich denke darüber gar nicht mehr nach. Und bei mir ist es halt echt so, ich kann etwas wollen und dann trotzdem nicht durchziehen. Ich glaube, jeder kennt das. Man hat irgendwie die Motivation anzufangen und bricht dann nach 2 Wochen wieder ab. Und genauso geht es mir zum Beispiel auch mit diesem Abnehmen. Ja, diesem Abnehmen, man soll ja mal davon gehört haben. Und dieses Mal hat es einfach so gemacht. Es hat sich irgendwie ein Schalter in meinem Kopf umgelegt. Der Anfang war extrem hart, aber als der durchstanden war, wurde es eigentlich nur noch einfacher. Und das war eigentlich alles, was ich euch heute auch schon ankündigen wollte. Aktuell fällt es mir tatsächlich sehr schwer, viel Zeit für YouTube aufzubringen, weil, wenn sie in 10 Minuten ja, vom Charles de Gaulle nach München, dann wäre das gegangen. Aber so? Nee. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder fürs Erste. Um ehrlich zu sein, ich weiß auch gerade gar nicht genau, was ich überhaupt hochladen soll. Ihr scheint unfassbar WhatsApp-Fails addicted zu sein und wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht jede Woche Lust darauf, das zu machen. Das ist mal okay, aber ich möchte es eigentlich gar nicht jede Woche machen. Und was anderes scheint ihr bei mir irgendwie nicht wirklich sehen zu wollen, weswegen ich aktuell wirklich nicht weiß, was ich machen soll. Achso, und noch ganz nachträglich, vielen lieben Dank an alle, die mir am Sonntag vor einer Woche zum Geburtstag gratuliert haben. Alter Schwede, jetzt bin ich 25. Und gehe jetzt auf die 30 zu. Ich konnte mir bis vor 5 Jahren nicht vorstellen, mal 25 zu sein. Das schien irgendwie so weit weg. Und jetzt bin ich 25, ein fucking Vierteljahrhundert. Ja? Nochmal ein Vierteljahrhundert vor mir, ja? War ein Vierteljahrhundert früher. Und nochmal ein Vierteljahrhundert vorher, war sogar ein halbes Jahrhundert früher. Das heißt, 2 Vierteljahrhunderte vor meiner Geburt war ein Dreivierteljahrhundert vor heute. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das sind so Fakten, die bringen einen Spaß. So viel dazu. Ich bedanke mich. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.